Da bin ich wieder. Die Stricktherapie ist da. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute habe ich das Thema Männer und Theater. Oder Theater und Männer. Oder Männer machen Theater. Ja, die Idee ist mir gekommen, als ich in den letzten Wochen ganz viele Männersocken gestrickt habe. In der Größe 44, 45. Und dann hatte ich jedes Mal irgendwelche Schwierigkeiten, also Theater. Mal war die Wolle nicht und dann ist eine Masche runtergefallen und dann, was auch immer alles passiert ist, Männer und Theater. Und der Zufall wollte es, dass mein Mann und ich vor einer Woche auch in einem Theater waren. Das gegen Ende des Clips. Und weil ich ja nicht so gerne lange Clips mache, wird dieser Clip überwiegend zum Theater sein. Wir werden sehen. Gegen Ende, ich werke am Anfang etwas zu den Stricksachen und dann kommt die Theatersequenz. Ja, Männer machen Theater im wahrsten Sinne des Wortes. Oder fällt euch eine berühmte Theatermacherin ein auf Anhieb? Shakespeare, Molière, was weiß ich, Hauptmann, Brecht, alles Männer. Ja, Männer machen Theater. Bei Frauen muss man schon lange überlegen. Agatha Christie, ja, die hat unwahrscheinlich viel geschrieben. Es sind auch einige Sachen dramatisiert worden. Sie selber, glaube ich, hat keine Theaterstücke geschrieben. Weiß ich nicht genau. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Oder Elfriede Jelinek. Ja, es gibt sicherlich noch viele, viele gute Dramaturginnen, aber sie sind nicht so bekannt. Wir waren im Brecht-Theater, das war ganz toll, da war ein Tag des Abos, also alle Abonnenten wurden dort eingeladen und durften an einer Theaterführung teilnehmen oder konnten an Gesprächen teilnehmen oder auch einen Workshop besuchen. Das haben mein Mann und ich gemacht. Ja, was hat das alles mit dem Stricken zu tun? Brecht, denke ich, hat wahrlich nicht gestrickt, aber Brecht hat sicherlich auch die Frauen, mit denen er jeweils liiert war, seine Geliebtinnen, ausgenutzt, eingebunden und nicht immer ehrlich gewesen bei der Autorenschaft oder bei der Urheberschaft gewisser Texte. Ja, muss man mal so sagen. Ja, mein Mann, der strickt auch nicht. Und ich könnte fast sagen, der hat ein Stricktrauma. In seiner frühesten Kindheit wurde er bestrickt, wurde angepasst, die Wolle war kratzig und wenn das Strickstück fertig war, war er ein Stück gewachsen, dementsprechend eng und das konnte er auf den Tod nicht ab. Also bis zum heutigen Tag ist es mir noch nicht gelungen, ein Strickstück für ihn zu machen, das er am Körper trägt. Socken hat er jetzt zwei. Zwei Paar Socken, ja, die trägt er, das sind aber auch ganz weiche, schöne Socken. Ja, außerdem Männermeinung. Warum soll ich denn etwas stricken? Warum soll ich etwas herstellen, wo ich stundenlang unter einer Stehlampe sitze, Masche für Masche stricke und ich kann es mir auch bestimmt preiswerter kaufen? Eine Ansicht. Also diese Verbindung Männer und Theater, wobei ich eigentlich bei den typischen Klischees, die so existieren zwischen Männern und Frauen, nicht unbedingt diese bedienen möchte, obwohl sie einem automatisch natürlich in den Sinn kommen, das ist ganz klar. Ja, für so eine Männersocke habe ich mal die Zeit gemessen und jetzt gucke ich, jetzt zeige ich mal diese Männersocke. Ja, habe ich die Zeit gemessen. Henriette, Linkshänderin, hat mir einen ganz lieben Kommentar geschrieben und sie hat geschrieben, dass sie 16 Stunden braucht für ein paar Socken in der Größe 44. Bei mir ist es etwas mehr geworden. Ich habe 9 Stunden für eine Socke, also sprich 18 Stunden für zwei Socken gebraucht. Übrigens einen ganz lieben Gruß. Ich wollte jetzt dieses Wochenende, weil ich dachte, es findet wieder statt, alle 14 Tage zu dem Stricktreff helfen wollen gehen und habe mich auch auf den Weg gemacht, aber es hat nicht stattgefunden. Aber das ist meine Fehlinformation. Am 13. Oktober sollte er stattfinden und deshalb habe ich rumgerechnet.
die nächsten 14 Tage. Ja, ich werde mal die Henriette nochmal anschreiben, ob es möglicherweise beim nächsten Termin klappt. Ich würde gerne dran teilnehmen. Ja, hier haben wir eine Männersocke. Und dann haben wir auch noch eine zweite Männersocke. So, ja, vom Umfang her. Das ist aus der Sockenwolle oder dem Design von Arne und Carlos von der Regia. Nimmt also in der Regel jetzt fast das ganze Bild ein. Und dem gegenüber eine Frauensocke. Das ist meine. Oder hier zu sehen in der Größe 36. Minecraft-Muster, frei erhältlich im Internet. Und eine Ferse, eine verstärkte Ferse, versetzt gestrickt. Und das erste Mal ist es mir auch gelungen, eine versetzte Ferse an der Spitze zu machen. Ja, das ist sehr schön. Das habe ich aus einer Wolle herausbekommen. Hier habe ich sie sogar. Das ist die Langjan Super Socks. Und da blieb noch was übrig. Um das Muster richtig zu machen, wickelt man ja immer ein bisschen ab und dann muss man an die gleiche Farbe kommen. Und da blieb noch was übrig. Und dann habe ich schon mal ein Stirnband gestrickt, auch in den Farben Orange. Ich habe es offen gestrickt, damit man dann entsprechend die Kopfgröße anpassen kann. Ich muss mal gucken, ob es gefällt oder ob es nicht gefällt. Ich habe auch noch eine andere Wolle in einem Dunkeltürkis da. Da könnte ich auch noch mal ein Stirnband stricken für den Winter. Passend. Und da ich von dieser Sorte noch ein Knäuel habe, könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch noch ein paar Stülpen zu stricke. Ja, kommen wir wieder zu unserer Verbindung Theater und Männer. Ja, die neuen Männer sind ja da, neue Männer. Männer gehen in Strickkurse, Männer stricken, Männer haben einen Strickpodcast. Die Norweger Arne und Carlos, ich nannte sie gerade, die stricken Weihnachtskugeln und Puppen und sind auch weltbekannt. Nicht zu vergessen Mr. Stephen West. Sehr verrückt, sehr bunt, sehr beliebt. Frauen stricken, Männer stricken auch. Neue Männer, Männer in Strickkursen. Das sind unsere Männer, die jetzt anfangen zu stricken und sie gehören zur Avantgarde. Schwupps, sind sie an der Spitze. Höre ich da eine leichte Häme aus meiner Sprache? Nein. Vielleicht ist das sehr schön, dass man vielleicht das Rollenverständnis zwischen Mann und Frau durchaus aufbricht. Ja, eine Tätigkeit, die früher ausschließlich den Frauen zugeordnet wurde, haben sich die Männer jetzt erobert. Warum nicht? Ist doch was sehr, sehr Schönes. Ja, und damit verbinden sie vielleicht sogar die Botschaft, dass man über Kreativität, Projektgestaltung diese Rollen auflösen kann. Bei den Frauen gibt es ganz berühmte Designerinnen. Ich habe mich noch nicht herangetraut an so eine Anleitung von einer berühmten Designerin, aber das wird bestimmt noch kommen. Ja, also, es ist doch sehr schön, wenn wir so Projekte designen und gestalten, präsentieren. Wir brauchen es ja nicht mehr eigentlich, um Kleidung im wahrsten Sinne herzustellen, sondern einfach, weil wir Freude daran haben, das zu stricken. Oder manchmal ist die Freude auch weniger groß, wenn Probleme auftreten. Das macht ja alles nichts. So, jetzt müsste ich noch etwas finden, wie ich zu meinem Theatergang überschalten könnte. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Regie, bitte umschalten ins Berliner Ensemble. BE. BE steht für Berliner Ensemble. Das ist eines der renommiertesten Theater in Berlin. Hier haben wir einen Blick in den Theaterraum.
Das Theater selber ist 1892 eröffnet worden am Schiffbauer Damm und nannte sich damals das Neue Theater. Wir sehen, das ist im neobarocken Stil. Und ja, es erfreute sich großer Beliebtheit. Und die Uraufführung, mit dem das Theater sozusagen seinen Einstand gab, das war von Goethe, Iphigenie auf Tauris. Wir sitzen im Zuschauerraum und schauen auf die Bühne. Und wir sehen, dass zwischen der Bühne und dem Publikum eine Glasscheibe ist. Dieses Bühnenbild ist von der aktuellen Inszenierung eine griechische Trilogie. Und an diesem Workshop über diese griechische Trilogie haben mein Mann und ich am Abotag, wie gesagt, teilgenommen. Wir sitzen immer noch an der gleichen Stelle und wir wenden den Blick jetzt nach links, schauen uns diese barocke Architektur an und dort entdecken wir einen Reichsadler, der mit einem roten Kreuz durchgestrichen ist. Angeblich, so berichtet man oder munkelt man, soll Brecht das persönlich gemacht haben. Möglicherweise seine Aversion für das Militär ist ja bekannt oder einfach aus Protest gegen die damalige Macht, möglicherweise. Also es ist geblieben und es wird auch jedes Mal wieder nachgezeichnet, wenn also der Zuschauerraum renoviert wird. Jetzt befinden wir uns auf der Bühne und schauen von der Bühne in den Zuschauerraum und müssen also auch durch dieses Glas schauen. Und wenn man genau hinblickt, dann sehen wir, dass dieses Glas etwas verschmiert ist. Das hat mit dieser Aufführung zu tun. Und in der Führung, die wir gemacht haben, hat man uns gesagt, die ist jetzt noch nicht gereinigt worden. Die griechische Trilogie, an dem Workshop haben wir ja teilgenommen, ist ein Stück, was mit dem Regisseur Simon Stone, der ist wohl relativ angesagt zurzeit in der Szene, zusammen mit Schauspielern erarbeitet wurde. Das heißt, sie sind über Fragestellen, Konfliktsituationen zur Erarbeitung des Textes gekommen oder Hinweise dazu. Und dann hat der Simon Stone das wohl aufgeschrieben. Gut, Oliver Rehse, der jetzige Intendant, geht damit also neue Wege. Man muss schauen, ich habe das Stück noch nicht gesehen, was der Text wirklich hergibt. Denn ich persönlich bin der Ansicht, dass der Text des Theaterstückes eigentlich die allerwichtigste Grundlage ist. Und die huscht die Busch mal so in ein paar Wochen Probezeit hinzukriegen. Na gut. Okay, will ich mal nicht hier meine Vorurteile ausbreiten. In dem Blatt zur griechischen Trilogie steht am Anfang, die drängende Frage lautet, wenn wir vor 2500 Jahrtausenden im antiken Theater so komplexe, autonome und befreite Frauenfiguren schaffen konnten, was ist denn zwischenzeitlich schiefgelaufen? Jo? Tjo, das möchte ich auch gern wissen. Ein Blick auf die Bühne, relativ kahl, kein Bühnenbild. Dieser Mann im Vordergrund, ich hoffe, er verzeiht es uns, der war mit bei der Führung dabei. Und wir können hier so richtig die Tiefe des Bühnenraums erfassen. Das war mir als Zuschauer nie so richtig bewusst. Ja, ich gehe jetzt auf den Tisch zu, ein ganz unscheinbarer, zerkratzter Holztisch, der eigentlich nur zwei Beine hat. Es ist Brechts Regietisch. Dieser Tisch wurde in die Reihen gestellt, in die Zuschauerreihen und mit der einen Seite auf die Vorderlehne gesetzt, sodass er also immer seine Position während des Regieführens verändern konnte. Ich stehe jetzt hinter dem Tisch, hinter dem Regietisch von Brecht. Sieht fast aus, als ob es ein leerer Tisch ist. Und in diesem Zusammenhang fällt mir die Anekdote ein, die man sich erzählt, als Brecht im Augsburger Gymnasium sitzen bleiben sollte. Und alles hing an einer einzigen Arbeit, die er unbedingt bestehen musste. Und seinem Freund erging es wohl ähnlich. Und sie haben nun überlegt, was zu tun ist, und der Freund kam auf die Idee, also Fehler aus der Arbeit ganz akribisch mit einem Messer oder mit einer Rasierklinge herauszukritzeln und ist dann zum Lehrer gegangen und hat gesagt, also er hätte gar nicht so viele Fehler. Aber der Lehrer durchschaute das, durchkreuzte die Arbeit 6 und er war durchgefallen.
Brecht, der große Denker, hat das etwas anders gemacht. Er hat ein wenig überlegt, dann hat er rote Tinte genommen und hat zusätzlich Fehler angestrichen, die gar keine Fehler waren, und ist dann ganz bescheiden und demütig zum Lehrer gegangen und hat gefragt, ob der Lehrer ihm erklären könnte, was denn hier der Fehler sei. Daraufhin bekam der Lehrer ein schlechtes Gewissen und schrieb die Note bestanden drunter. Ja, wir haben auch einen Blick unter die Bühne geworfen. Wir sehen hier oben eine Konstruktion. Das ist also eine Drehbühne, die häufig auch zur Anwendung kommt. Und diese Drehbühne läuft auf 32 Rädern, die sehen wir hier. Und 1949 oder 50 hat Helene Weigel diese Konstruktion in Auftrag gegeben und ist dann zur sowjetischen Militärmacht gegangen und hat dort diese Räder sozusagen ihnen aus dem Kreuz geleiert. Das sind Räder von einem T-34-Panzer und die halten von damals bis heute. Und wir sehen hier am Ende, es gibt sogar noch genügend Ersatz. Wir sind jetzt hier in einem Bügelraum, wir sehen Kostüme. Es waren auch einige Mitarbeiterinnen noch am Werk, als wir die Führung hatten. Das ist der sogenannte Färberaum. Da wird viel gebastelt, hergestellt, Requisiten, Masken. Das ist hier zum Beispiel aus der Parallelwelt, sehen wir den Löwen und den Eisbären. Das ist auch ein Refugium. Die Männer waren ganz entzückt. Hier haben wir Skulpturen, die auch nachgebildet wurden. Finde ich überhaupt einen total interessanten Job. Ja, und hier kommen wir zu einer Schafsbockmaske. Interessanterweise passt das ganz gut zu dem Ausspruch von Brecht, was glotzt ihr so romantisch? Damit wollte er eigentlich das bürgerliche Publikum schockieren. Aber seine Drei-Groschen-Oper, ganz interessanterweise, in diesem gleichen Theater 1928 uraufgeführt, hat das Gegenteil bewirkt. Die Leute sind in Scharen ins Theater gekommen. Diese unförmigen Teile, die wir in den Regalen sehen, da verbergen sich die individuellen Kopfabdrücke der Schauspieler, die zurzeit am Berliner Ensemble tätig sind, und man kann dann Perücken und Masken individuell auf sie anpassen, wie zum Beispiel hier eine Maske, die doch stark eine Ähnlichkeit mit dem Herrn Brecht aufweist, wobei nachweislich die Knochen nicht zu ihm gehören. Die Bühne von oben, sehr beeindruckend. Wir sehen den kleinen Brechtisch dort unten stehen und die einzelnen Züge der Beleuchtungen, wenn man also runterschaut. Brecht war ja bekannt dafür, sehr, sehr spartanisch seine Bühnenbilder zu machen. Aber ein bisschen sollten sie ja immer diese Handlung, die gerade läuft, unterstützen und nicht so sehr das Publikum ablenken. Dennoch legte er Wert auf diese und jene Dinge. Und dann kam mal eines Tages wohl ein Bühnenbildner zu ihm, der ganz schüchtern fragte, welche Farbe denn dieses Bühnenbild haben sollte oder dieses Teil des Bühnenbildes haben sollte. Und Brecht antwortete darauf, ach, das ist ihm ganz egal, welche Farbe, Hauptsache es ist grau. Ein Garderobentisch, hier werden die Schauspieler geschminkt und auf ihren Auftritt vorbereitet. Ich fand das relativ beengt. Auch die Kostüme, die in einem Nebenraum aufbewahrt wurden, waren auch relativ dicht gedrängt, wobei das Berliner Ensemble wohl noch eine Außenstelle in Weißensee hat. Kostüme werden oder können häufig nicht doppelt benutzt werden, weil sie speziell für ein Stück gestaltet wurden. Unsere Tür nähert sich dem Ende. Ein Blick von der Seite in den Zuschauerraum. Dort sitzen auch noch die beiden Feuerwehrleute und wir begeben uns nach draußen. Ich gehe durch den Vorraum. Wir sehen in der Mitte praktisch die einzelnen Zugänge zum Theaterraum. Gehe ich dann weiter und komme dann hier um die Ecke und da sehen wir von Weitem einen schönen Marmorbrunnen und manchmal plätschert auch das Wasser da entlang. Ja, und jetzt geht es gleich in den Kassenraum. Das Berliner Ensemble war schon zu DDR-Zeiten international bekannt. Denken wir daran, dass selbst Picassos Rote Taube ja immer ein Symbol war. Und
Helene Weigel war diejenige, die das Theaterleben eigentlich zusammenhielt. Sie war auch die erste Intendantin. Brecht wollte da mit diesen schnöden, profanen, alltäglichen Dingen nicht ganz so viel zu tun haben. Dann gab es ein Durcheinander mit den Intendanten nach der Wende. Es wurde wieder etwas stabiler und ruhiger mit der Intendanz von dem Peimann, der sich aber voriges Jahr verabschiedet hat. Und jetzt haben wir Oliver Rehse und man wird abwarten, welche Vielfalt und welche Moderne er in das Berliner Ensemble bringt. Damit beende ich meine kleine Theatertour. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, liebe Streckerinnen und Strecker, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr meiner Frau einen Daumen gebt oder den Kanal abonniert, würde sie sich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.